Vermutlich ausländischer Intensivtäter verletzt 27-Jährigen beim Messerangriff lebensgefährlich. Mindestens 4 Messerangriffe in Berlin am Wochenende. Mindestens 4 Messerangriffe am Wochenende in Berlin. In der Nacht zum Sonntag erlitt ein 27-Jähriger bei einem Messerangriff lebensgefährliche Verletzung. Er wurde mit seinem Begleiter gegen 23 Uhr von 3 zunächst Unbekannten in der Bernhard-Bestlein-Straße in Lichtenberg angesprochen. Plötzlich hatte einer der Männer ein Messer gezogen und unvermittelt auf den 27-Jährigen eingestochen, heißt es in einer Polizeimitteilung. Er kam umgehend in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Die Polizei konnte kurz darauf den Täter ermitteln und festnehmen. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Messerstecher um einen 19-jährigen polizeibekannten Intensivtäter. Über die Nationalität des Täters machte die Polizei keine Angaben. Bei Intensivtätern handelt es sich jedoch meist um Ausländer. In Berlin haben über 80% der Intensivtäter einen sogenannten Migrationshintergrund. Daher ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei dem Messerstecher ebenfalls um einen Ausländer handelt. Bereits einige Stunden zuvor gab es in Spandau einen Messerangriff in einem BVG-Bus. Ein 18-Jähriger saß mit einem Bekannten im Oberdeck des Busses, als er Zeugenaussagen zufolge gegen 20.20 Uhr unvermittelt von einem Täter beschimpft und anschließend mit einem Messer angegriffen wurde. Dabei erlitt der 18-Jährige mehrere Stichverletzungen in den Oberkörper. Er kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete an der nächsten Haltestelle aus dem Bus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, machte aber auch in diesem Fall keine näheren Angaben über die Herkunft des Täters. In Lichtenberg wurde bereits am Freitag ein Mann niedergestochen. Der 19-Jährige war mit einem bisher Unbekannten während des Ausstiegs aus der Straßenbahn aneinander geraten. Der Unbekannte war dem 19-Jährigen daraufhin gefolgt und hatte ihm dann ein Messer in den Oberkörper gestoßen. Der 19-Jährige musste in einem Krankenhaus operiert werden. Der Täter konnte flüchten. In Kreuzberg wurde am Montag ein 30-Jähriger mit einem Messer am Auge schwer verletzt. Gegen 15.45 Uhr pöbelte ein machohafter Typ den 30-Jährigen an. Dieser solle nicht dessen Freundin ansehen. Dabei schlug der Macho dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm er ein Messer in die Hand, klappte es aus und schlug nochmal zu. Dabei stach die Klinge in das rechte Auge des 30-Jährigen. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen der Bindehaut, des Augenlides und der Knochenhöhle zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter konnte entkommen.